An einem Federpendel hängt eine Masse M1. Fügt man die Masse M2 von 60 Gramm hinzu, so verdoppelt sich die Periode der Schwingung. Wie groß war die Anfangsmasse M1? Was wir also hier suchen, das ist diese Masse M1, die wir zum Beispiel in Kilogramm ausdrücken. Angegeben wird diese zusätzliche Masse M2 von 60 Gramm, das heißt von 0,06 Kilogramm. Und da wir diese Masse M2 hinzugefügt haben, ist die Ruhelage von diesem Federpendel etwas tiefer. Um die Masse M1 herauszufinden, nutzen wir diese Formel vom Federpendel. Und dank dieser Formel wissen wir, dass die Schwingungsperiode von diesem Federpendel gleich ist zum doppelten Wert der Schwingungsperiode von diesem Federpendel. Und die Schwingungsperiode von diesem Federpendel beträgt je nach dieser Formel 2pi mal die Quadratwurzel der gesamten Masse, also m1 plus m2 geteilt durch k. Die Schwingungsperiode von diesem Pendel beträgt wieder nach dieser Formel 2pi mal die Quadratwurzel der Masse m1 geteilt durch k. Diese Gleichheit können wir sofort durch 2pi kürzen. Und wenn wir dann beide Seiten im Quadrat erheben, so finden wir, dass m1 plus m2 geteilt durch k 4 mal m1 auf k ist. Vorsicht, nicht vergessen, auch diese 2 muss im Quadrat genommen werden. Diese Gleichheit kann sofort durch k gekürzt werden und somit finden wir, dass 3 mal m1 gleich zu m2 ist. Hier steht 4 mal m1 minus dieses m1, das ergibt effektiv 3 mal m1. Und dann können wir m2 durch 0,06 ersetzen und finden somit für m1 0,02 Kilogramm. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Anfangsmasse m1 beträgt 0,02 Kilogramm.